Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ni no Kuni 2. Wir sind zurück in unserem Königreich, haben uns davor einen Handwerker engagieren können für unsere Sache, der das Schiff etwas, was wir auch im letzten Part bekommen haben, unser Schiff dann entsprechend warten kann. Und wir sind zurück in der Stadt, haben schon mal die Gelder entgegengenommen und da haben wir noch ein paar Leute, die etwas mit uns zu besprechen haben anscheinend. Ein Multibrau braucht er mit der Qualität mindestens 5. Okay, hat er an der Stelle uns schon mal beauftragt damit. Also gibt es auch ab und zu mal Aufträge von unserer Bevölkerung, die wir bereits etabliert haben. Die hat jetzt zum Beispiel nur 4. Okay. Aber wir haben ja auch schon was Besseres an der Stelle. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, was der andere von uns will. Will wahrscheinlich auch ein bestimmtes Item von uns haben. Okay, ja, der wird entsprechend eine Edelstahlrüstung mindestens Qualität 5 sehen. So. Der Witz ist allerdings, ich glaube, wir können uns die Sachen sogar selber herstellen. Edelstahlrüstung. Mit Pro 1 veredelte Qualität. So, mache ich hier an der Stelle das. Stellen das hier sogar her. Irgendwie eigentlich ein bisschen ironisch, wenn man so überlegt. Und geben das dem anschließend. Dann hat er schon direkt eine Rüstung. Das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Bogen. Insofern wir den Bogen überhaupt machen können. So, damit haben wir das erledigt. Kriegen dafür auch sogar einige Kronen, wie es aussieht. Okay, das ist interessant. Und was ich nochmal ganz schnell machen würde, ist ihn auch offiziell zum Leiter von dem Teil zu machen. Ah, sogar Chihuahua ist sogar ein bisschen besser, was das betrifft. Ha, interessant. Also können sie sich halt auch schön unterstützen und alles. Ich auch sagen, sollen die schon mal forschen, weil wir haben genug Gelder, um alles zu investieren in Forschung oder so. Einiges zu investieren in Forschung. So. Soweit, so gut. Und dann helfen wir noch dem anderen Kollegen, der noch einen Bogen braucht mit einer bestimmten Stärke. So. Nämlich ein Schießeisen. Ah, die Tempest ist das, was wir gerade auch bekommen haben für Roland. Sehr cool. Ein Dryadenbogen. Jetzt geht's aber los. Gischtbogen. Hm. Natürlich ein Multibogen mit Stufe 5 oder besser. So, und natürlich 5 oder besser können wir gerade noch so herstellen. Mhm. Und den gehen wir jetzt natürlich direkt ab. Und eigentlich müsste ich jetzt auch an der Stelle verschiedene Sachen noch schmieden. Für den Kollegen hier. Damit auch seine Stufe steigt. So, ein grünes Prisma mehr und einige grüne Prisma mehr und ja. So, jetzt müssen wir allmählich mal gucken, dass wir die Leute verteilen entsprechend. Da ist aber noch jemand, der hat noch ein Problemchen. Ah. Kastastasia, die ist Leute dazugekommen.
5 Scheite glattes Holz braucht sie, okay. Und dafür gibt sie uns etliche Wurzgegenstände. Jetzt müssen wir mal gucken. Allerdings glattes Holz haben wir so nicht. Mhm. Müssen wir erst noch besorgen. Dann gucken wir gerade noch, was sonst in den anderen Bereichen der Stadt so vor sich geht. Mhm. Okay, an den Besatzer der Melanzin-Ebene. Ich bin über 8, der König, der Typ schon wieder. König der Banditen und der wahre Herrscher über das Land, ich werde dich und deinen Gefolge zum Teufel jagen. Als Entschädigung werde ich außerdem den Schuss beschlagnahmen. Sei froh, dass du so glimpflich davon kommst. Hahaha. Genau. Okay, also eine Schlacht, die auf uns wartet. Alles klar. So. Aber da gibt's noch etwas. Wait, there's more. Ach, eine Militärübung wollen sie abhalten. Okay. Okay, nochmal eine Schlacht, die wir machen dürfen. Mhm. Okay. Dann würde ich mich mal ein bisschen konzentrieren, wieder die Leute mal gescheit zuzuordnen. Und ich überlege gerade, wie wir am besten hier an der Stelle weitermachen. Auf jeden Fall Kohle haben wir nicht gerade wenig. Deshalb würde ich mal gucken, dass wir die Leute ein bisschen verteilen. Die Kaserne ist in der Zwischenzeit auch schon fertig. Mit mehr Beute, alles klar. So, wir können Einrichtung in Stufe 3 machen, oder was? Ha, anscheinend. Oh, jetzt wird da richtig was Großes hier draus, okay. Schütze für die von Versorgungsbasen, werfen mehr Ersatzmittel ab. Einsatzmittel ab, Vermittlung und legen Strategien. Schleise fühlt sich schwer, okay. Ha. Dann lass mal knacken. Ich will auch ein bisschen mit den Schlachten noch warten, bis wir mal die Dinger verbessert haben, dann haben wir ja direkt einen Vorteil. Ich muss noch Leute verteilen. So, das Thema ist allerdings, wir müssen hier, vor allen Dingen hier beim Hof, macht es natürlich Sinn, dass wir unsere liebe Kassastasia hier einsetzen. Die kennt sich hier unter anderem am besten aus. Carlo ist auch irgendwo, muss man kurz gucken, wo ich den Carlo gelassen habe. Ah ja, richtig, den habe ich dort gelassen. Aber den würde ich hier direkt wieder einsetzen. Zack. Zack. So, und dann haben wir noch einige, unter anderem die Olivia. Das ist hier Expertise an technischen Instituten. Jetzt frage ich mich natürlich, was ein technisches Institut in dem Sinne ist. Geht's um das Ding hier drüben? Eher nicht. Technisches Institut. Was meinst du damit? Ah, irgendwas, was mit Handwerk zu tun hat. Aber das ist nicht gemeint. Hä? Vielleicht hier? Bin nämlich ein bisschen überfragt, weil wir haben noch keine wirklichen Handwerksräume da. Gut, immer wieder da, wo man mal was braucht, aber sonst. Hm. Durchsuch mal die ganzen Gebäude, vielleicht finden wir ja mal was.
suche, so werdet ihr finden. Gut, der Hobbygarten wird wahrscheinlich nicht gemeint sein. Nein. Genau, so wenig der Hof. Dann heißt das einfach, dass die jetzt zurzeit keine festen Bereiche haben. Mehr oder weniger flexibel sind. Dann überlege ich auch tatsächlich, ob wir die nicht hier einsetzen, weil man hier tatsächlich das Handwerk ja braucht. Also dies wird gerade dort geforscht, okay. In der Zwischenzeit kann man sie auch was für was anderes einsetzen, zumindest mal eine von den beiden oder gleich beide, komm. Setzt liebe Olivia darf auch mal sich quälen entsprechend mit irgendwelchen Mineralien. So, was kann ich noch so alles machen? Bei Geldmittel haben wir jetzt gerade im Umfluss wie sonst etwas. So ist es nicht. Also das, da läuft es schon mal sehr gut. Oh? Olivia will was von uns. Thank you very much. Mhm. Sollen hier verschiedene Pelze holen. Alles klar. Ach Gott, ich muss Fragen beantworten. Okay. Pseudopilz, glaube ich. Aha. Okay, dann war das auch sogar tatsächlich das Richtige, was wir hier gezeigt haben. Ist das ein Geschmack, je nach Situation immer besser wird? Aha. Okay. Hm. Der Bullypilz vielleicht? Okay, ein Pilz ist ein Geschmack oder mit guten Bedingungen besser wird. Ha. Naja, auch ziemlich vage das Ganze. So, wir werden hier ständig bombardiert mit irgendwelchen Aufträgen. Ich will eigentlich langsam aber sicher mal zu dem nächsten Königreich. Und ich möchte vor allen Dingen die Leute noch rekrutieren. Oh, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel zu tun. Ständig beschäftigt als König hier. So, was haben wir denn noch so Interessantes hier zu erledigen? Oder was können wir noch ansteuern, was können wir noch vorbereiten? Ah, der kann uns hier das ehrliches Herz geben. Ah, dann können wir unsere Sachen verbessern. Oh, Flammeninferno. Einfach dein Wirbel aus Flammen, der eine Gegner in Reichweite besitzt, versinkt. Ein neuer Zauber. Mhm. Und Wasserpistole. Würde ich ehrlich gesagt auch bei denen beim Evan auch eher in die Richtung gehen. Sprich, dass er hauptsächlich der Zaubermann ist. Sprich, mal seine Zauber mal hier soweit verbessern, soweit ich kann. Natürlich braucht man dann entsprechend dafür Materialien und alles, aber prioritätsmäßig ist Evan auf jeden Fall ganz oben. Oh, und dann können wir hier noch Schockwelle zur Druckwelle verbessern, mit den richtigen Nuffis. Machen wir mal an der Stelle. Blitzflut.
Noch ein Zauber. Dann können wir Blitzflut verbessern und können außerdem dafür noch Blitzlicht verbessern, was sie noch hat. Also man braucht für beides das gleiche Material. Nee, für das brauchen wir Grünwurz. Und so bin ich auch zwischendurch mal beschäftigt, einfach nur die Fähigkeiten zu verbessern. Würde ich einfach auch brauchen. Rütteln. Ist magische Felsenpfeiler auffahren, die von unten in den Gegner rammen. Eieiei. Zauber über Zauber, Fähigkeiten über Fähigkeiten, die wir hier lernen. Da muss ich mal gucken, welche Fähigkeiten die tatsächlich angelegt haben soll und wie auch immer. Ah, wir sind zumindest auf einem guten Weg, wie es aussieht. So. Puh, sind wir hier wohl fertig. Jetzt geht es natürlich um die Fähigkeiten. Ich glaube, bei ihm haben wir sowieso nur 5 Fähigkeiten gehabt. Genau, da habe ich jetzt ja auch soweit alles, was ich tatsächlich benutzen will. Durchschuss, Schandisgeheimtechnik, Fallen mit hoher Durchschlagskraft. Windtanz. Okay. Andere ist Blitzlicht, das eine ist Blitzflut. Ha. Würde ich auch tatsächlich ersetzen an der Stelle, weil ein großer Unterschied ist das nicht. Vor allen Dingen unterstützt das so ein bisschen ihren Nahkampf. Dann haben wir bei, obwohl er lernt eigentlich auch keine schlechten Fähigkeiten so an sich. Aber trotzdem gucken, dass er nicht allzu viele Nahkampffähigkeiten hat, weil wie gesagt, möchte ich eigentlich aus ihm mehr den Magier machen der Gruppe. So. Dann haben wir Hammerspin. Muskelprotz, das ist wahrscheinlich auch wieder nur seine Abwehr steigt, okay. Brandstifter, Flammenpfeil, okay. Würde ich aber... Das... Das, ich würde auch eher sagen, wir machen Rütteln als neue Fähigkeit. Gut. Eieiei, bei uns tut sich da auch noch was in der Gruppe. So, jetzt habe ich einiges an Zeit verplempert für etliches anderes, was ich eigentlich gerade nicht machen will. Dann will ich jetzt eigentlich gerade was anderes machen. Genau, das sind einige Schlachten, die wir machen müssen. Ich will erstmal Leute rekrutieren. Mir gerade von der Priorität hat höher. So, dafür gehen wir wieder nach Goldorado. Ja, da stelle mit einem Schmied sprechen, der uns vielleicht noch unterstützen kann zusätzlich. Dem lieben Mann hier mit Maurice. Quasi müsste man mit den Leuten nur sprechen, wie es aussieht. Ah, so sieht es wohl aus. Dann hat der Schmied hier nochmal eine... Ah, nee, das ist die... Genau, die habe ich doch auch in meiner Liste drin. Die Mopsy. Auch eine Schmiedin. Hei. Haufen Schmiede, die wir dazu bekommen. So. Wahrscheinlich laufen wir jetzt mehr oder weniger schon die richtige Route ab. Einer nach dem anderen hier. Ah, nee, das ist was anderes. Das ist eine Quest hier. Okay, geht eigentlich um den Nebenquest hier. Ich will aber eigentlich zu den nächsten Leuten, die wir rekrutieren können. Die wird wahrscheinlich noch oben sein bei der Statue, ja, Tatsache. Also wir haben genug Leute noch zum Rekrutieren, noch genug Leute zum Ansprechen. Und eigentlich auch priorisiert die Nebenquests machen im nächsten Part. Dass wir dann auch entsprechend nochmal Materialien bekommen und. Dann die Schlachten,
Und dann machen wir unsere Überfahrt zum anderen Königreich und schauen uns da mal ein bisschen genauer um. Ich mache relativ viele Nebenquests, merke ich auch selber ein bisschen. Und möchte mich im Voraus entschuldigen, wenn es jemandem nicht gefällt, aber finde, das ist auch ein guter Teil des Spiels, wo man auch nochmal ein bisschen so, sage ich mal, mitbekommt, was außerhalb der Hauptstory noch so alles zu erledigen ist. Ah, dann haben wir noch den Herrn Pudel, der angeblich ein guter Sänger sein soll. Was hat er denn gemacht? Was ist denn passiert? Okay, also von Pudel müssen wir quasi seinen guten Namen reinwaschen. Oder ja, wieder bereinigen. Ah, dann haben wir die kleine Shiba, die Azubine hier. Die wollte gerne mit uns arbeiten. Sie ist die Kleine und die bringt außerdem ihren eigenen kleinen Trupp mit. Lanzenkämpfer, sehr cool. So, dann gehen wir noch zu dem Handwerker hier rüber. Zu You Can. Ah ja, wir müssen zu allen näher. So, sehr schön. So. Und die Kleine darf auch noch mit. Interessante Person auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt endlich Leute ihrer alten Heimat beraubt und sehen unsere Heimat gesperrt. Klingt ganz schön fies. So, genau, dann haben wir eine Pudel. Noch einiges an Materialien zu holen. Dann noch irgendwelche Schlachten zu schlagen. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt irgendwas Experimentelles noch machen, gehen wir mal diesem lieben Herrn Pudel helfen. Der hat nämlich einen Ruf zu verlieren und anscheinend gibt es schlechte Gerüchte über ihn. Ich möchte sich auch gerne informieren, warum das so ist. Und wir helfen ihm mal dabei. So. Bin ja mal gespannt. Da geht es mich auch nicht wundern, wenn wir in der Heimat von Matthias nochmal was jemanden finden. Mhm. Einer verteilt hier nochmal Gerüchte über den lieben Herrn Pudel. Ah, hier zum Beispiel nochmal einer. Ich glaube, da gibt sich jemand aus für diesen Pudel.
Tut so, als wäre er's. Weil meistens sagen die Leute, dass die Weissagungen von ihm schlecht sind. Dabei sind die doch eigentlich erst rein. Und er war früher bei den Frauen auch immer sehr beliebt und deshalb auch. Irgendein Lügenbold, der sich quasi für Pudel, glaube ich, ausgibt. Dann suchen wir mal nach diesem Touristen. Aber zum Glück kriegen wir hier an der Karte schon mehr oder weniger einen Hinweis drauf, wo er sich befindet. Also gehen wir dem nach. Sieht aus, als wäre das. Hallihallöchen. Das ist irgendein Doppelgänger wahrscheinlich, ja. Der will auch irgendwas von uns. What? What the? Das ist keine richtige Wache wahrscheinlich, er hält nur die Leute immer ab. Mein Gott, noch mehr Lebens. Oh Gott, und den können wir auch noch rekrutieren. Hei, hei, hei. So viele Leute wie rekrutiert. Meine Güte. Und dann gehen wir mal zu Pudels Nachahmer, wer auch immer das ist. Was sich auch anscheinend nicht weit von hier verbirgt. Blaue Robe, langes weißes Haar. Und man kann sein Gesicht nicht erkennen. Irgendwo hier in der Gegend ist er. Ja, das scheint er schon zu sein. Excuse me. Oh, that cheek. Und er flüchtet natürlich. Warum lassen wir den einfach loslaufen? Warum lassen wir den einfach loslaufen und halten ihn nicht irgendwie auf? Ich weiß nicht, wie Magie zum Beispiel. Ich weiß ja nicht. Ist eigentlich sogar tatsächlich in der Nähe von dem echten Pudel. Warum hält er ihn nicht auf? Hallo, wir machen gerade deinen Job. Hättest ihn aufhalten können, der läuft gerade an dir vorbei, Junge. Junge! Oh, irgendwo hier ist er. Ah, da hinten. Hab dich, Schwindler. Hab dich. Hallöchen.
cheeky. Ah, er ist Puda, okay. Da bin ich mal gespannt. Cool, der kommt jetzt tatsächlich mit uns mit. Sehr schön. Wir haben so viele Leute schon rekrutiert, meine Güte. Wir haben immer noch Leute zu rekrutieren, meine Fresse. Ich komme ja von den ganzen Nebenaufgaben hier nicht vorbei, hey. Das ist... Sorge, ein Soldatenschwert muss ich auch noch machen, hei, hei, hei. Dann können wir den hier machen. Folge Pinsha. Bin ja mal gespannt. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen in dem Sinne in diesem Part mal Schluss. Sehen uns im nächsten Part wieder von Ni no Kuni 2. Haben ein paar Aufträge noch zu erledigen. Und so schnell geht uns die Arbeit nicht aus. Hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Werden jetzt im nächsten Part erstmal den Pinsha mal befragen, warum er die Leute immer, die in die Stadt einreisen, immer so frech anspricht und alles. Und dann noch die ganzen Nebenaufträge erledigen. Ich hoffe, wir brauchen nicht die ganze Folge dafür. Und dann können wir auch anfangen mit unserer Reise zu Boot zum nächsten Königreich. Bin gespannt. Hoffe ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.